So, hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute mal ein kleines Unboxing. Ja, die Beleuchtung ist relativ schlecht heute. Und zwar bin ich wieder mal in meinem Zimmer. Und dieser ganze Platz wird von solchen Leuchten hier ausgeleuchtet. Sind sehr hell. Ja, deswegen ist es so ein leichter Blaustich in der Farbe. Aber die Cam kommt sehr gut damit klar. Und ich war heute hier bei Konrad wieder mal nach langer Zeit. Hab mir dann ein paar Sachen gekauft. Räder. So Teildinger. Dann bei Ikea war ich noch kurz Batterien holen. LEDs. Und Servo. Sonst ist er leer. Zuerst mal zu diesen Dingern hier. Das sind Rückstandsabweiser, steht drauf auf der Packung. Ja, die steckt man einfach beim 1:8er auf den Auspuff und dann steht das so auf die Seite raus. Das hat den Grund, dass man sich nicht das ganze Auto und vor allem beim Auto das hintere Rad da, wo es hier sitzt, nicht komplett voll Öl ist, macht man einfach das dran. Ich kann euch kurz sagen, was das gekostet hat. Einen Moment. Ich suche kurz einen Kassenzettel. Ja. Hier. Ja, man sieht es wahrscheinlich dann nicht. Ne, man sieht es nicht. 6,95 die zwei Stück hier. Aber die halten eigentlich ewig, wenn man sie nicht verlieren tut. Hier dann LEDs, rot. 20 Stück haben mich 2,60 gekostet. Ja, ich habe mir nur rote geholt, denn ich kann euch mal einen Tipp geben. Und zwar in diesen Lampen sind da LEDs drin. Die sind auf einer Platine raufgelötet. Und wenn ihr so eine habt, oder sehen tut, die günstig ist, dann kauft die einfach. Dann lötet ihr die LEDs ab und dann könnt ihr die normal wie die anderen auch für ein Lichtset gebrauchen. Deswegen habe ich jetzt nur rote gekauft und die sind ja billig. Im Nachhinein hätte ich lieber mehr genommen, aber der Typ bei Konrad hatte nicht mehr als 20. Ja. Dann die Räder. Machen wir mal auf. Das waren auch nur die einzigen, die sie hatten. Die anderen Big Core Räder hatten sie nicht da. Also die Straßenreifen, sondern nur die mit dem Profil. Ja, normale Felge. Die ist sogar beschriftet, wohin das sie gehört. Okay. Mache ich dann mal drauf zum Gucken. Die fühlen sich aber auch gut an, wobei die Konrad-Reifen sind allgemein nicht so schlecht, nur die Felgen sind schlecht. Ich habe schon viele Videos gesehen, wo bei den Konrad-Reifen immer das hier rausbricht, die Mitnehmer, ja, mal gucken. Und für die Straße eignen sich die bestimmt gut. Es gäbe noch andere Straßenreifen von Really, aber da kosten zwei Stück 24,50 oder so, also Schweizer Franken, und diese hier haben jetzt 20 Franken gekostet, diese vier Stück. Ja, noch zum Bluebird. Ja, habe ich kein Messer hier. Sehr unvorbereitet. Ich muss noch was sagen, dieses Servo, das ich eigentlich zuerst wollte, hatten sie nicht da, obwohl im Shop stand, es sei verfügbar, aber irgendwie hatten sie es dann doch nicht da. Auch im Lager hatten sie keins mehr. Ja, jetzt habe ich halt das andere genommen, das ja CRK
dieselbe Eigenschaften hat. Kann ich euch noch zeigen. Da zoome ich wahrscheinlich am besten hin. So, das hat jetzt bei 6 Volt 14,2 Kilo. Und die Geschwindigkeit bei 6 Volt ist 0,17 Sekunden für 60 Grad. Das ist relativ schnell. Das, was ich wollte, hätte, muss ich kurz überlegen, die Geschwindigkeit gehabt von 0,08 Sekunden für 60 Grad. Das hätte mir besser gefallen, aber ja, sie hatten es nicht da. Haben wir hier das Wow Cam. Hatten wir hier Servo. Dann haben wir hier Servohörner. Ja, dieser Kunststoff da, der drin ist. Und diese geile Box, die man wirklich sehr gut gebrauchen kann. Ja, zum Zubehör mal kurz. Das sind einfach so Schrauben, diese Gumminippels zur Dämpfung, wenn ihr es verbaut. Und Servohörner in verschiedenen Formen. Dann haben wir hier das schöne Servo. Das ist das 660er MG HS. Das ist ein Digital-Servo. Ja. Ja, das andere, das ich eben wollte, wäre ein schwarzes gewesen. Die schwarzen gefallen mir ein bisschen besser als so blau. Aber im Endeffekt ist es ja eh nur ein Servo. Übrigens, das kommt beim Rex in die Lenkung rein. Weil das Originale ist nicht so toll. Hier könnt ihr nochmal alles sehen. Vielleicht wird es besser, wenn ich noch beleuchte. Ja. Diese, wo ist es? Das da hier, das oben, das ist so ein mobiler Akku. Habe ich mir einen neuen geholt wieder. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö Leute.